Gestern gab es zwei schlechte Nachrichten für die Märkte und dass das Minus an eben diesen Märkten, nämlich den Aktienmärkten, sich in Grenzen hielt, das lag vor allem auch an Auftritten von FED-Mitgliedern im Börsenfernsehen, CNBC, Edward Goldsby, Edward Williams, die sich geäußert haben und gesagt haben, ach Kinder, das war jetzt mal ein bisschen höher, aber wir machen uns keine Sorgen. Ich denke, oder wir denken, wir werden die Zinsen weiter senken. Nur einer ist ein bisschen aus der Reihe geschert, das war Bostik, der gesagt hat, ich bin offen für eine Pause und heute kommen wichtige Daten von den Erzeugerpreisen, die vielleicht der nächste Nackenschlag für die dovischen Mitglieder innerhalb der FED sind, die glauben, es würde keine Auswirkungen haben, wenn man den Märkten suggeriert, dass die Zinsen schnell fallen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Financial Conditions ohnehin lockerer sind schon als vor der ersten Zinsanhebung der FED, als die Zinsen also noch bei Null waren und wir eine Regierung haben und eine nächste Regierung haben werden in den USA, die weiter Schulden macht ohne Ende, dass das irgendwie nicht dazu beiträgt, die Inflation nachhaltig zu besiegen, scheint klar zu sein, nur die FED macht auf, naja, das wird schon Modus. Schauen wir uns die Dinge heute mal an im Vorfeld. Wichtiger Dinge, die kommen, nicht nur die Erzeugerpreise, sondern wir werden auch den Beginn der US-Berichtssaison haben. Wir haben Interessantes vom Robotaxi. Hier sehen wir mal diese Verbraucherpreise in allen Kategorien höher. Dazu sehr schwache Daten vom Arbeitsmarkt. Initial Jobless Claims höher, Continuous Claims höher. Und dieser Anstieg der Continuous Claims, also der fortgesetzten Anträge, zeigt aus meiner Sicht, dass es hier nicht nur der Hurricane Helene war, der hier diese Zahl mal kurzfristig nach oben gebracht hat. Also schwache Arbeitsmarktdaten, wenn man so will, bei gleichzeitig höheren Inflationsdaten. Da riecht ein bisschen nach Stagflation zunächst mal. Und Barkin, Goldsby und Williams haben versucht, das ein bisschen runterzuspielen, bis auf Bostik, der eben hier nochmal klar gemacht hat, ja, wir sollten jetzt vielleicht geduldig sein, erstmal abwarten, wie die Dinge sich entwickeln, bevor wir jetzt wieder agieren. Und eine Analystin bringt es so auf den Punkt, wenn heute die Erzeugerpreise höher reinkommen sollten, dann könnte das ein echter Nackenschlag nochmal für die dovischen Mitglieder der FED werden, die dann schlecht rechtfertigen können, warum jetzt unbedingt die Zinsen senken, man unbedingt die Zinsen weiter senken müsse. Gestern ja an den Aktienmärkten ein gemischtes Bild. Nvidia hat mal wieder die ganze Geschichte oben gehalten und hier sind diese Erzeugerpreise. Hier sehen wir die Erwartung in der Kernrate, also ohne Nahrung und Energie 2,7% und 0,2% zum Vormonat. Und mit Energie und Nahrung 0,1 und 1,6%. Also da darf man gespannt sein, ob und wie diese Daten ausfallen. Wir haben dann noch Verbrauchervertrauen Michigan um 16 Uhr. Aber eins ist klar, die Inflationserwartungen gehen deutlich nach oben. Hier sehen wir mal Inflationserwartungen für 2, 5 und 10 Jahre, die eben mit Swaps oder Break-Evens hier gehandelt werden. Und die gehen sehr, sehr deutlich nach oben, weil eben überhaupt nicht absehbar ist, wie die Problematik gelöst werden kann, diese strukturelle Problematik, wenn du letztendlich all diese Faktoren zusammenzählst, sinkende Zinsen, super lockere Finanzkonditionen bei gleichzeitig Schuldenorgie einer Regierung, die Nachfrage schafft. Und so sehen wir hier, dass zum Beispiel der Bloomberg Economics Inflation Index, also der praktisch die reinkommenden Daten bemisst in Relation zur Erwartung, jetzt nach oben gegangen ist, während mit den schwächeren Erstanträgen und Folgeanträgen jetzt der Economic Surprise Index, also der die Wirtschaftsdaten bemisst, anhand der Erwartungen nach unten gegangen ist. Interessant, wie ich finde, auch gestern die Reaktion von Gold und Bitcoin auf die Goldbulle Peter Schiff hinweist. Der sagt ja, Gold gestiegen gestern, während Bitcoin eben gefallen ist. Wir sehen, dass Bitcoin ja stärker war als Gold bis März. Seitdem steigt stückweise Gold in Relation zu Bitcoin. Zeigte, dass man eben hier vielleicht mit Gold den besseren Inflationsschutz hat, aus meiner Sicht. Schauen wir uns doch mal die Märkte an gestern. Sehen wir moderates Minus, allerdings das größte Minus beim Russell 2000, also jenen Werten, die besonders profitieren, wenn die Zinsen schnell sinken. Wir sehen den VIX, der weiter hoch bleibt, auch wenn er gestern etwas zurückgekommen ist, aber wir sind nach wie vor über 20 und normalerweise, hier sehen wir das invertiert, wenn der VIX
steigt, fallen oft, nicht immer, aber oft eben die Aktienmärkte. Jetzt haben wir einen relativ hohen VIX und sehr hohe Aktienmärkte, könnte man sagen. Der S&P ja gestern wieder am Allzeithoch gewesen und nochmal hier dieser VIX. Wir sehen, dass es einen sehr großen Unterschied gibt zwischen der implizierten und der realisierten Volatilität. Historisch gesehen heißt das zweierlei, oder es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist der VIX zu hoch bepreist, da ist ja auch viel Unsicherheit drin. VIX erfasst ja sozusagen die nächsten 30 Handelstage oder die nächsten 30 Tage und da ist eben ja die US-Wahl mit drin. Also entweder ist der überpreist und geht runter oder wir sehen einen sehr deutlichen Sprung beim VIX nach oben. Das sind historisch gesehen die zwei Möglichkeiten. Wir sehen der VIX jetzt knapp unter der Marke von 21 und die Stimmung ist bullish, bullish, bullish. Jim Cramer feiert Happy Birthday Bull Market und wir sehen auf der anderen Seite solche Schlagzeilen wie bei Business Insider. We could be in for an everything rally. Also alles geht nach oben. Das sind Schlagzeilen, die Sie normalerweise nicht am Tief sehen, sondern eher am Hoch sehen. Stocks, early days of one of biggest bull markets und so weiter. Heute beginnt die Berichtssaison und interessant ist, vor allem wichtig ja da JP Morgan, interessant ist, dass wir hier noch im zweiten Quartal einen Gewinnsprung gesehen haben, der deutlich höher war. Wir sind nämlich um 11% gestiegen, also die Gewinne sind um 11% gestiegen im zweiten Quartal. Jetzt war die Erwartung für das dritte Quartal, über das ja jetzt die Berichtssaison beginnt, hatte man im Juli noch gedacht, gut, Gewinnsprung um 7,9%. Jetzt sind wir bei mickrigen 4% und würden wir die Magnificent 7 rausrechnen, wäre es nur noch 1%. Also die Gewinne steigen nicht mehr so. Achten Sie vor allem heute auf JP Morgan, das wird sehr, sehr wichtig. Insgesamt sehen wir hier, nächste Woche geht schon etwas mehr los, aber dann die Wochen 21. Oktober, also Montag, 21. Oktober, beginnende Woche und 28. Da knallt es richtig rein, da kommen dann auch die Tech-Werte, aber erstmal startet es eben mit den Banken. Und in Sachen Banken ist interessant, dass Warren Buffett jetzt seinen Anteil an der Bank of America auf unter 10% gedrückt hat. Der hat permanent Bank of America verkauft, hatte ja 2011 hier richtig gekauft. Eben The Bank of America, einer der größten Banken der USA und reduziert und reduziert und reduziert. Und man fragt sich, warum tut er das? Warum will er da unbedingt raus aus dem Bankensektor? Und wenn wir jetzt zu den Geschehnissen heute Nacht deutscher Zeit kommt, dann sehen wir Tesla ja mit diesem Robotaxi-Event und dann sehen wir so Headlines bei CNBC, das kommt nach einer Dekade von unerfüllten Versprechungen von Elon Musk, der hat schon gesagt 2019, nächstes Jahr kommt das Robotaxi, jetzt haben wir 2024. Und das Problem, das hier besteht, ist, dass Musk gesagt hat, ja, so 2026 könnten wir mit der Produktion beginnen. Und das ist das, was die Leute enttäuscht, weil einfach letztendlich wieder jede konkrete Zielangabe fehlt, wann produziert wird, wann damit Geld verdient werden kann. Und so sehen wir die Aktie zunächst mal, als dieses komische Gefährt hier vorgeführt wurde. Die Aktie von Tesla gesprungen von 2,38, was etwa gestern der Schlusskurs war, Dollaris auf 2,50, um dann aber noch nach unten zu knicken und deutlich zu verlieren. Als ich jetzt zuletzt geschaut habe, waren wir so 3,5% im Minus. Guido Lingner sagt, ja, das Robotaxi scheint die Börse nicht wirklich zu überzeugen. Hätte man sich eigentlich denken können. Ja, weil Musk musste etwas präsentieren. Und wenn er sagt, 2026 könnte die Produktion beginnen, dann fragt man sich, was soll das denn überhaupt? Das heißt ja, dass der noch ganz lange braucht, bis er überhaupt mit irgendetwas beginnen kann. Warum beginnt er nicht jetzt, wenn es denn möglich wäre? Das heißt, man ist noch nicht so weit. Dieses Robotaxi ist nach wie vor faktisch eine Luftnummer und es stellt sich eben auch die Frage, warum gerade Tesla jetzt das Rennen machen soll, wenn andere ja da in diesem Bereich schon durchaus am Start sind, etwa Chinesen oder Uber hier schon vorgeprescht ist. Also da hat Tesla im Grunde einen totalen Startnachteil und es ist nicht einsehbar, warum hier Tesla der Gewinner in diesem Rennen sein könnte, wenn dieses Rennen überhaupt profitabel zu bestreiten ist. Hier übrigens mal ein Ausblick auf die Anleihenmärkte.
Wir hatten ja gestern die Situation, dass die Renditen, naja, erstmal so ein bisschen seitwärts gelaufen sind, ein bisschen nach oben gegangen sind mit den höheren Inflationsdaten, aber gleichzeitig die schwächeren Erstanträge so ein bisschen gedämpft haben. Dann hatten wir gestern eine sehr, sehr starke Anleiheauktion mit großer Nachfrage von ausländischen Käufern. Das hat die Renditen ein bisschen gedrückt, aber jetzt kommen wir eben sehr stark in dieses Wahlumfeld und die Investoren fürchten eins, und das gilt wahrscheinlich auch für die Aktienmärkte, wenn eine Partei einen Sweep macht, also sowohl das Abgeordnetenhaus als auch den Senat gewinnt und vielleicht sogar dann noch den Präsident stellt. Das wäre ein sehr negatives Szenario, denn dann wären praktisch alle Tore offen zu weiteren Schuldenorgien, und das würde bedeuten, dass die Renditen deutlich steigen würden. Also das schon mal in den Raum gesprochen. Die Wall Street liebt es, wenn die Kammern gesplittet sind, weil die sich dann gegenseitig kontrollieren und ausbalancieren, die beiden Parteien, so oder so. Wir sehen, dass wir ja jetzt in diesem fiskalischen Jahr ein Defizit in den USA haben von 1,8 Billionen. Das muss man sich mal vorstellen, entspricht 6,4% des BIP und Tendenz weiter nach oben gehen, sodass eben Interest Payments jetzt schon der zweitgrößte Posten sind in den Ausgabenstrukturen des US-Staates, muss man sich mal vorstellen. Tendenz weiter nach oben gehend, und die Steuereinnahmen natürlich reichen hinten und vorne nicht, um dieses Defizit irgendwie nach unten zu kriegen. Und Defizit ist auch das, was vor allem chinesische Staatsfirmen produzieren. Jetzt hofft man, dass die ein Stück weit mit ausgebellt werden, wenn am Samstag ja diese Pressekonferenz des chinesischen Finanzministers ist. Und jetzt gab es Umfragen in China, was erwartet ihr? Und dann wurde gesagt, ja, ungefähr 283 Milliarden Dollar, so die Konsenserwartung, wird da nochmal an Stimulus verkündet. Da bin ich gespannt, das wird sehr, sehr wichtig, diese Pressekonferenz. Aber 283 Milliarden Dollar, das ist das, was Nvidia an einem Tag mal an Marktkapitalisierung gewinnt oder verliert. Also das wird den Unterschied nicht machen, ob diese so unter Nachfrageschwäche leidende chinesische Wirtschaft sich wirklich erholen kann. Und Nachfrageschwäche haben wir auch im grünen Wirtschaftswunderland Deutschland. Hier sehen wir die Anzahl der beantragten Regelinsolvenzen jetzt im September um 13,7% gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Und mit Ausnahme von Juni 2024 sind wir seit Juni 23 jeweils zum Vorjahresmonat im zweistelligen Zuwachsbereich. Also es geht langsam los. Diese schlechte strukturelle Situation der deutschen Wirtschaft zeigt sich jetzt eben in mehr Insolvenzen. Das wird die Arbeitslosigkeit nach oben bringen und damit die Stimmung in diesem Land weiter belasten. Natürlich, die ohnehin schon gespalten ist zwischen Medien und Regierung, die sozusagen sehr dicke sind und den Leuten so ein bisschen einen Erziehungsauftrag vermitteln wollen. Wir sind die Guten, das ist das Gute, der Klimawandel. Wer irgendwie Zweifel hatte, dass jedes Hochwasser irgendwie unbedingt jetzt eine direkte Folge des menschengemachten Klimawandels ist, dass wir einen Klimawandel haben, ist unbestritten. Wir haben eine Erwärmung, die aber wahrscheinlich nicht nur von Menschen herkommt, sondern eben ein Zyklus ist. Und dieser Zyklus sorgt dafür, dass vor allem Deutschland jetzt vorangehen will, CO2-frei werden will. All das wird aber strukturell höhere Energiepreise haben, wie auch der E.ON-Chef sagt, denn wir haben einen großen Bedarf natürlich an Investitionen in dieses Energienetz. Man will ja total elektrifizieren, das geht gar nicht mit dieser bisherigen Infrastruktur, sodass die Energiepreise langfristig weiter steigen werden, und das ist genau das, was der deutschen Wirtschaft ja so schwer im Magen liegt. Dann noch Auftragsmangel im Wohnungsbau hat sich verschärft, finde ich überraschend, weil ja jetzt die Erwartung da ist, dass die Zinsen weiter sinken. Die EZB dürfte im Oktober die Zinsen sinken, aber hier sehen wir, das ist nach wie vor eine ziemlich desaströse Situation in der Bauindustrie. Abschließend zwei Artikelempfehlungen. Meine Damen und Herren, Tesla hat das Robotaxi vorgestellt. Viele offene Fragen, was Sie dazu wissen sollten, gerne lesen und weiterempfehlen. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung ist das, was bei der Fed jetzt los ist. Gibt es da einen Sinneswandel? 14:30 werden wir vielleicht schon mehr wissen. Auch diesen Artikel gerne empfehlen. Jetzt sage ich Servus. Ciao.